Mein Name ist Jörn Müller-Quade, ich bin der Prodekan der Fakultät für Informatik und wollte Sie herzlich zum Informatikstudium in Karlsruhe begrüßen und die Gelegenheit nutzen, um so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht meine Sicht auf die Informatik Ihnen nahezubringen, bevor das jemand anders tut. Klassische Maschinen, die wir so kennen und sehen, diese Maschinen, die rumfahren und so weiter, das sind Kraftmaschinen. Diese Kraftmaschinen sind sehr verschieden, also solche Turbinen oder solche Getriebe und auch verschieden in den verschiedentlichen Anwendungen, was uns als Informatiker aber am meisten dabei interessiert, ist die Steuerung dieser Maschinen. Die Steuerung von, egal wie die Maschine aussieht, die Steuerung ist eine mathematische Maschine. Und jetzt kommt etwas, was ich schon, ja, Sie sind wahrscheinlich mit den Dingern schon viel zu sehr groß geworden, aber was ich immer wieder faszinierend und aufregend finde, diese Maschinen sind vom Prinzip her immer gleich. Das heißt, es sind immer andere Regeln, die befolgt werden, aber immer auf Basis einer frei programmierbaren, universellen Maschine. Das heißt, wir in der Informatik interessieren uns gar nicht für diese vielen, vielen verschiedenartigen Maschinen, sondern für diese eine universelle Maschine. Dieselben Maschinen, über die ich jetzt rede, die im Prinzip alle möglichen Berechnungen ausführen können, nämlich Computer. Das haben Sie wahrscheinlich schon gewusst, aber wir haben in der Informatik da mehr so eine prinzipielle Sicht drauf. Zum Beispiel modellieren wir diese universellen Maschinen so. Ja, das ist eine Turing-Maschine. Eine Turing-Maschine hat ein unendlich langes Band, damit wir über prinzipielle Probleme reden und nicht darüber, dass vielleicht der Speicher zu knapp ist. Und es gibt eine Art endlichen Automat, ein endliches System, was da den Kopf steuert, der das Band lesen und beschreiben kann. Und das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen willkürlich, möchte man denken. Warum betrachten wir so eine Maschine, die vielleicht irgendwie weit weg wirkt von diesen Computern, die wir tatsächlich benutzen? Nein, es ist eine grundlegende Überlegung, die Alan Turing dazu gebracht hat, genau diese Maschine
zu betrachten. Er wollte nämlich wissen, was Mathematiker überhaupt können. Und da fing er an, wie folgt zu modellieren. Jeder Mathematiker kann sich nur endlich viel merken. Deshalb ist sozusagen die Steuereinheit endlich groß. Aber er hat beliebig viel Papier, und da wollen wir jetzt auch kein Hindernis draus machen, dass er vielleicht noch mehr Papier haben könnte. Wir stellen uns einfach vor, er hätte unendlich viel Papier. Und was er jetzt machen kann, ist im Wesentlichen Striche auf dem Papier kontrollieren. Er kann aufgrund von Strichen, die er gelesen hat, neue Striche hinzufügen. Er kann Striche wieder wegmachen, Dinge überschreiben und in seinem Papierstapel hin und her gehen. Das ist im Prinzip alles, was Mathematiker können. Und so kam er dann dazu, darüber, über diese Maschine zu beschreiben, zu modellieren, was überhaupt ein Berechnungsprozess ist. Das war früher nämlich überhaupt nicht so klar. Denn als Alan Turing das gemacht hat, gab es noch keine Computer. Das war sozusagen ein Gedankenexperiment, eine Idee einer Maschine. Und trotzdem konnte er alleine mit dieser Idee von Maschine schon etwas herausfinden, was unglaublich toll ist. Denn jetzt denken wir, die sind doch ganz verschieden, diese Maschinen. Die haben alle zwar dieses unendlich lange Band und diesen Schreib- und Lesekopf da, aber die Maschinentafel, die Tabelle, was man, wenn man welchen Strich sieht, als nächstes tut, die könnte ja immer wieder anders sein. Und was Alan Turing herausgefunden hat, ist, dass es eine universelle Turing-Maschine gibt. Das bedeutet, es gibt eine Turing-Maschine, wo man im Prinzip das Regelwerk, das die Turing-Maschine beachten soll, selber als Eingabe auf das Band schreiben kann. Das heißt, dadurch, dass man variiert, was auf dem Band steht, kann man mit dieser Maschine wirklich jede andere Turing-Maschine simulieren. Und das war damals eine philosophische Einsicht, aber heute kennen wir das. Wir wissen heute, dass klassische Computer mit Software gesteuert werden und sozusagen wir über die Software beliebige Dinge damit tun können. Und auch das hat wieder einen interessanten Aspekt, wo man so manchmal, und das ist, finde ich, in der Informatik auch besonders schön, sich vielleicht einen kleinen Knoten ins Hirn machen kann. Denn dadurch, dass wir im Prinzip mit einer universellen Turing-Maschine oder mit einem Computer das Programm, also die eigentliche Maschinenbeschreibung, als Eingabe geben, gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Eingabe und Programm. Und da kann man sich, also das ist schon allein schön, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht. Wir sind dadurch irrsinnig flexibel. Wir müssen nicht, wenn wir etwas Neues ausprobieren wollen, eine neue Maschine bauen. Es genügt, die Beschreibung, die Eingabe, das Programm zu ändern. Und damit, sind nicht Informatiker anwesend, damit können wir jetzt frech behaupten, durch die freie Programmierbarkeit sind wir die flexibelste aller Ingenieurwissenschaften. Und meines Erachtens mehr als eine Ingenieurwissenschaft. Denn jetzt haben wir, was berechenbar ist, präzise definiert. Das heißt, wir reden nicht mehr irgendwie über Wischiwaschi, sowas wie, was ist schnell oder was ist cool, sondern wir haben ein Modell, das Modell der Turing-Maschine, und können darin sehr genau beschreiben, mathematisch genau beschreiben, was Berechenbarkeit überhaupt ist. Und so kann man sich auf einmal tatsächliche Grundlagenfragen stellen. Und damit ist die Informatik für mich eine Strukturwissenschaft. Man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, was ist überhaupt berechenbar? Und eine Frage, mit der Sie wahrscheinlich im Studium schnell konfrontiert werden, ist das sogenannte Halteproblem. Das heißt, gibt es einen Entscheidungsmechanismus, irgendeinen raffinierten Entscheidungsmechanismus, vielleicht einen, den wir noch gar nicht kennen, der gegeben ein Programm entscheiden kann, ob dieses Programm anhält oder nicht? Und jetzt denken Sie, was soll denn das? Das könnte man sich vorstellen, könnte ja sehr, sehr praktisch sein.
beispielsweise im Compilerbau, dass man damit irgendwelche Endlosschleifen erkennen kann oder irgend sowas, dass solche Fragen kehren aber auch in anderem Zusammenhang wieder. Gerade jetzt, wo wir über die NSA so gerne reden, ist es so, dass auf einmal die Forderung kommt, wir würden gerne Programme haben, die erkennen, ob andere Programme Hintertürchen haben. Aber ob das geht oder nicht geht, ist eben auch wieder so eine von diesen philosophischen Fragen, würde ich sagen, die man auf einmal sich wirklich klar und präzise stellen kann, weil wir modelliert haben, was Berechenbarkeit ist. Und wer jetzt denkt, ja, ich kann vielleicht entscheiden, wann ein Programm hält oder nicht, das kommt mir gar nicht so schwierig vor, für die habe ich eine kleine Extra-Aufgabe dabei, die sogenannte Kollatz-Folge. Kollatz war in Karlsruhe und hat folgende einfache Idee gehabt. Er hat gesagt, wir nehmen irgendeine Zahl, beispielsweise die 5, und wenn diese Zahl ungerade ist, im Beispiel 5 gegeben, dann addieren wir 1, nein, dann nehmen wir es mal 3 plus 1, ups, also dann kommt die 16 raus, ich danke, wer immer mir die 16 geflüstert hat. Und wenn die Zahl gerade ist, bei 16 gegeben, dann dürfen wir sie durch 2 teilen. Das heißt, wir kämen jetzt von der 16 zur 8, zur 4, zur 2, zur 1. Und bei der 1 halten wir die Folge einfach an, weil wir danach ansonsten in diesen Zyklus 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2 reinfallen würden. Und jetzt ist es so, dass das ein so simples Bildungsgesetz ist, man nennt das die Kollatz-Folge oder die 3n plus 1-Folge, dass man denkt, es müsste eigentlich ganz einfach sein, zu entscheiden, ob sozusagen für alle Zahlen diese Folge zu 1 führt. Aber, und das Spannende ist, das ist ungeklärt. Das heißt, so einfache dynamische Probleme, so Probleme, die was mit Programmieren und Dynamik und Verändern zu tun haben, die sind anscheinend besonders schwierig zu entscheiden, und das ist tatsächlich kein als unentscheidbar bewiesenes Problem, es ist offen. Das heißt, da könnte man sich dran versuchen, auch wenn es unentscheidbaren Problemen recht ähnlich sieht. Wenn man da entsprechende Tabellen aufstellt, sieht man irgendwie ein Muster, das heißt, das sind die Zahlen aufgetragen und in der Höhe, wie lange es dauert, bis man endlich bei der 1 ist. Und obwohl man meint, Muster zu sehen, ist es, wie gesagt, völlig ungeklärt, wie das ist mit der Kollatz-Folge. Das heißt, wir können uns auf einmal sehr präzise Fragen stellen, wie zum Beispiel, kann man prinzipiell entscheiden, ob ein Programm hält? Diese Fragen sind äußerst nicht trivial, wie beispielsweise die Kollatz-Folge belegt. Wir können uns aber auch Fragen stellen wie, ist ein Gehirn simulierbar? Ich finde, das ist eine der besonders tiefen Fragen, die man in der Informatik sich stellen kann. Und das Tolle ist, bisher hat es niemand beantwortet. Das heißt, Sie können sich da frisch neu Gedanken drüber machen. Aber und da kommen Sie vielleicht in eine glückliche Lage noch in Ihrem Arbeitsleben. Das Tolle ist, wir kommen tatsächlich inzwischen nah heran, dass die Computerpower dafür genügen würde. Und das Einzige, was dann sozusagen noch bleibt, ist mal zu gucken, ob wir es tatsächlich schaffen, so biologisch intelligentes Verhalten hinzukriegen. Und dann eben die Frage, ob man es überhaupt entscheiden kann, prinzipiell, ob so eine Maschine dann auch ein Bewusstsein entwickeln würde. Eine andere von diesen philosophischen Fragen der Informatik, die mir persönlich am Herzen liegt, ist, gibt es überhaupt Rätsel? Wobei ich unter einem Rätsel mal kurz verstehen will, dass ein Rätsel eine klar und präzise gestellte Aufgabe ist, wo gegeben die Lösung, es sehr leicht festzustellen ist, dass das eine Lösung ist. Nehmen wir beispielsweise ein Sudoku.
Das kann irgendwie beliebig fies und schwierig sein. Aber wenn ich Ihnen ein Sudoku ausgefüllt gebe, ist es sehr, sehr leicht zu überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Die Frage, ob es überhaupt Rätsel gibt, und jetzt kommt's, die ist offen. Also die Frage, ob es solche Rätsel gibt, deren Lösung leicht zu überprüfen ist. Und warum ist das eine Frage, die uns alle angeht? Weil, wenn es solche Rätsel gar nicht gäbe, dann gäbe es auch gar keine sichere Verschlüsselung mit kurzen Schlüsseln. Das heißt, jedes Verschlüsselungsverfahren ist ja der Sorte Rätsel, wo man sagt, hier ist ein Chiffrat, mit welchem Schlüssel kommt da ein sinnvoller Text raus? Sobald man mir den Schlüssel gibt, kann ich leicht überprüfen, ob das der richtige Schlüssel ist. Wenn ich beispielsweise das Klartext-Chiffratpaar gegeben habe und nur den Schlüssel suche, ist das leicht zu prüfen. Aber wir hoffen ja, dass den Schlüssel wirklich zu finden sehr, 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 sehr schwierig ist. Und das ist, wie gesagt, auch eines dieser philosophischen Probleme, die noch ungeklärt sind. Ja, und dann kann man sich fragen, wenn man irgendwie mit anderen Wissenschaften unterwegs ist, wie ist denn so die Rolle der Informatik im Vergleich zu anderen Wissenschaften? Und da können wir dann sagen, dass das nicht nur eine Strukturwissenschaft ist, die sozusagen grundlegende Aussagen macht über das, was Berechenbarkeit oder Effizienz überhaupt ist, sondern sie hat auch ihre Rolle in den Naturwissenschaften. Denn längst ist es so, dass die klassischen beiden Säulen der Naturwissenschaft, also die Beobachtung und das Experiment, ergänzt wurden durch zwei neue Säulen, nämlich Big Data Analyse und eben Simulation. Und ich glaube, inzwischen gibt es kaum noch wirklich große Entdeckungen, wo das nicht eine substanzielle Rolle spielt, beispielsweise beim letzten Nobelpreis, der für das Higgs-Teilchen vergeben wurde, wo Big Data eine riesige Rolle gespielt hat, um in diesen riesigen Mengen von Messdaten tatsächlich diese Hinweise auf das Teilchen zu finden. Karlsruhe ist übrigens mit einer relativ dicken Leitung mit dem CERN verbunden und sehr viele von den CERN-Daten sind tatsächlich hier im Rechenzentrum. Was ich damit sagen will, ist, hier sind Sie richtig. Ja, flexible Ingenieurwissenschaft mit einem Anspruch, auch philosophische Probleme und Strukturen zu betrachten. Und ich möchte Ihnen noch einen weiteren Grund nennen, warum Sie hier richtig sind. Und der weitere Grund ist Karlsruhe. Ja, Karlsruhe ist vielleicht ein bisschen unterschätzt, ich höre Schmunzeln. Aber Karlsruhe liegt tatsächlich äußerst günstig. Wir haben um Karlsruhe herum die Weinpfalz, das Kraichgau, den Schwarzwald und das Elsass. Und ich hoffe, das wird Ihnen noch jede Menge Spaß machen. Vielen Dank.
Mein Name ist Carsten Sins. Sie werden bei mir dieses Semester die Vorlesung Programmieren hören. Zu der Vorlesung Programmieren sage ich nachher noch ein paar Worte. Jetzt im ersten Teil auch noch ein bisschen allgemeine Anmerkungen zum Informatikstudium. Warum Informatik studieren? Die Frage, die haben Sie sich wahrscheinlich schon gestellt, sonst wären Sie nicht hier. Sie haben auch in dem ersten Vortrag von Herrn Müller-Quade schon einige Gründe gehört, warum die Informatik wichtig ist. Ich möchte aber noch ein bisschen aus meiner Sicht noch andere Gründe nennen, warum für mich und möglicherweise auch für Sie dann die Informatik eine wichtige Rolle einnimmt. Eine wichtige Sache, denke ich, ist, dass heutzutage Informatik praktisch überall ist. Man sieht es deutlicher in manchen Fällen wie hier, wenn Sie einen PC vor sich haben oder ein Smartphone. Das ist Informatiktechnik, die da drin steckt. Aber das ist nicht alles. Es gibt an vielen Stellen, wo man es weniger vermutet, auch Informatik. Also wo kann man Informatik sonst noch antreffen? Und das ist heutzutage wirklich fast überall der Fall. Und ich habe jetzt ein Beispiel mal rausgenommen. Wenn Sie bei Amazon eine Bestellung zum Beispiel von einem Buch vornehmen wollen, dann, klar, ist da Informatik zu sehen. Sie verwenden Ihren Computer, um die Bestellung durchzuführen, aber was alles noch zusätzlich an Technik im Hintergrund dazu notwendig ist und was versteckt ist normalerweise und die wenigsten Leute vielleicht auch so bewusst wahrnehmen, ist auch sehr stark mit Informatik verknüpft. Also schauen wir uns mal ein bisschen im Detail an. Bestellungen haben wir schon gesehen, es läuft entweder über einen PC oder heutzutage auch über ein Smartphone ab. Aber was passiert dann, wenn Sie Ihre Bestellung an Amazon abgeschickt haben? Dann hat Amazon ein gewisses Problem erstmal. Es gibt unglaublich viele Produkte, die Sie bei Amazon bestellen können. Ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Amazon bietet allein im Bereich Küche, Haushalt, was man jetzt vielleicht nicht so als Kernbereich von Amazon vermuten würde, 5,4 Millionen Produkte an. Das heißt, 5,4 Millionen Produkte allein in diesem Bereich, insgesamt sind es dann eben noch deutlich mehr, müssen irgendwie verwaltet werden von Amazon. Und Sie können sich natürlich vorstellen, es geht nicht von Hand, was man irgendwie in einem Lager oder diesen ganzen Prozess von Millionen von Artikeln irgendwie handhabbar macht. Das heißt, da ist unglaublicher Logistikaufwand und Informationstechnik-Einsatz erforderlich, um diese große Zahl an Bestellungen bei so vielen Produkten effizient und schnell durchführen zu können. Sie warten ja nicht lange auf die Bestellung, die Sie von Amazon bekommen. Wenn es bestellt ist, müssen die Produkte verpackt und irgendwann mal ausgeliefert werden. Auslieferung ist auch was, wo informationstechnisch dann wieder eine Rolle spielt. Der Fahrer von dem Postfahrzeug zum Beispiel muss nicht im Kopf haben, wo die einzelnen Adressen sind, sondern er bedient sich auch einer Informationstechnik, einem Routenplaner, GPS-Gerät. Und auch was da wieder an Technik im Hintergrund abläuft, denken Sie an die ganzen Satelliten, an die Technik, die notwendig ist, um diese Daten zu erfassen, ist immens. Dazu kommt dann irgendwann, man bekommt Sie dann noch eine Rechnung, die auch elektronisch im Normalfall abgewickelt wird. Vielleicht machen Sie Online-Banking, also auch da ein unglaublicher Einsatz von Informationstechnik. Und wenn Amazon Ihnen Empfehlungen gibt, was Sie eventuell auch noch kaufen könnten, was andere Leute gekauft haben, auch da steckt eine unglaubliche große Datenmenge und hochkomplizierte Auswertungsalgorithmen dahinter, die Ihnen solche Empfehlungen geben. Also Sie sehen, sehr viel Informationstechnik und Zwischenzeit praktisch in allen Bereichen unseres Lebens. Und deshalb denke ich, kann man fast sagen, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Information oder der Informationstechnik ist. Manche Leute sagen, dass das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Physik war. Da gab es die großen theoretischen Errungenschaften wie die Quantentheorie oder Relativitätstheorie und darauf aufbauen, dann hat sich auch diese theoretische Grundlage ins Alltagsleben verbreitet. Zum Beispiel Kernkraftwerke konnten gebaut werden, Computertomographen und ähnliche Dinge. Und ich denke, dass im 21. Jahrhundert, in dem wir ja leben, dass da die Informatik die Kernwissenschaft ist, die das Alltagsleben am stärksten von allen Wissenschaften prägen wird. Gut, lassen Sie mich das vielleicht noch ein bisschen untermauern mit Fakten. In den nächsten 5 Jahren geht man davon aus, dass mehr Daten generiert werden, als in der gesamten Menschheitsgeschichte bisher der Fall war. Und schauen wir uns vielleicht mal ein paar Beispiele an. Verkehrsdaten werden gesammelt, also um Verkehrsfluss weiter optimieren zu können oder bei LKW zum Beispiel auch bei uns, um Abrechnung machen zu können. Kommunikationsdaten werden
in einem unglaublichen Maß gesammelt. NSA ist jetzt vielleicht nur ein Aspekt davon, aber da sehen Sie ja, welche unglaublichen Datenmengen da anfallen. Wissenschaftsdaten. Wir haben vorher schon ganz kurz Stichwort CERN gehört. Im CERN werden pro Jahr ungefähr 15 Petabyte an Daten generiert. Das Petabyte ist jetzt keine so gebräuchliche Einheit. Gigabyte kennt man noch, Terabyte noch. Die nächste Größenordnung sind dann die Petabyte, also 10 hoch 15 Byte. Und man kann sich das so ein bisschen veranschaulichen, dass ein Petabyte ungefähr 10 Jahre HD-Filmmaterial entspricht. Das heißt, hier können Sie praktisch 150 Jahre HD-Filme kontinuierlich durchschauen. Und das ist dann das, was an Datenmengen allein vom CERN generiert wird in einem Jahr. eBay hat inzwischen 8,5 Petabyte an Daten angesammelt über Produkte, über Transaktionen, die abgelaufen sind. Also unglaubliche Datenmengen. Und vor dem Problem, vor dem wir heute stehen, ist, wie können wir mit diesen unfassbar großen Datenmengen umgehen? Also wie können wir die verwalten? Wir wollen die in den meisten Fällen auswerten können. Wir wollen zum Beispiel Buchempfehlungen geben können. Wir wollen prüfen, was ist relevant an den Daten. Wir haben vorher auch das Beispiel CERN gehabt, wie können wir solche Daten rausfiltern, die eben für jetzt zur Erkennung eines bestimmten Teilchens notwendig sind. Und Archivierung spielt auch eine große Rolle. Also Sie wollen ja nicht, wenn Sie ein Experiment gemacht haben, was über mehrere Jahre gelaufen ist, die Daten 10 Jahre später nicht mehr zur Verfügung haben. Okay, unglaubliche Datenmengen, vielfältige Aufgaben, Informatik ist in unserem Alltag angekommen. Deshalb würde ich sagen, Informatik ist die Wissenschaft unseres Jahrhunderts. Dann vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage. Warum sollen Sie Informatik studieren? Und für mich war damals ein Aspekt, dass Informatik eben ein sehr spannendes Forschungsgebiet ist. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, was an großen Themen bevorsteht, mit denen Sie vielleicht noch zu tun haben werden, ist ein Stichwort in vivo, in silico. Dabei geht es um Modellierung eines kompletten Organismus auf der Zellebene. Und das heißt, oder sogar noch tiefer, dass man auf die biologisch-chemische Ebene geht, in die einzelne Zelle reinschaut, was für Prozesse laufen da ab, um besser verstehen zu können, wie ein Organismus, zum Beispiel auch der menschliche Organismus, funktioniert und um Krankheiten bekämpfen zu können. Das habe ich schon ein bisschen detaillierter gezeigt. Allgegenwärtige Computersysteme. In fast allen Bereichen spielt Computertechnik heutzutage eine Rolle und wir hatten auch gesehen, dass es viele unsichtbare Computer, die eben irgendwo im Hintergrund arbeiten, ohne dass man das direkt sieht, in unseren Alltag angekommen sind. Rechenmodelle des Gehirns werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren vorankommen und neue Erkenntnisse ermöglichen. Es gibt ein großes Projekt, das von der EU gefördert wird, wo es darum geht, eben solche Gehirnmodellierungen vornehmen zu können. Und das geht auch auf alte Fragen zurück, zum Beispiel, was ist denn der Unterschied zwischen einem Mensch und einer Maschine? Was macht Intelligenz aus? Was macht menschliches Denken, vielleicht auch dann Kreativität aus? Gibt es überhaupt Unterschiede zwischen dem, was einer Maschine möglich ist und dem, was einem Menschen möglich ist? Und an welcher Stelle, falls es Unterschiede gibt, spielt das hier rein? Das sind Dinge, die man da, sagen wir, auf einer eher philosophischen Ebene dann noch betrachten kann. Vertrauenswürdige Computersysteme sind ein sehr großes, aktuelles und kommendes Thema. Und wie können wir das erreichen? Wie können wir Computersysteme so sicher machen, wie wir uns das gerne wünschen? Oder auch wieder ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht, was könnten alternative Berechnungsmodelle sein? Quantencomputer möglicherweise oder biologische Computer, in denen praktisch im Reagenzglas Berechnungen ablaufen können. Und es gibt noch ganz andere Bereiche, die heute praktisch schon vorm Durchbruch stehen. Autonome Fahrzeuge, kennen Sie vielleicht von Google das Fahrzeug und praktisch alle großen Automobilhersteller sind dabei, in diese Richtung voranzugehen. Humanoide Roboter wäre ein anderer Bereich. Gut. Jetzt haben wir uns ein bisschen auf einer großen Ebene bewegt. Kommen wir wieder zurück nach Karlsruhe zu Ihrem Studium. Noch ein paar Fakten zu der Informatik in Karlsruhe. Die Informatik hier ist die älteste Fakultät für Informatik in Deutschland. Sie wurde 1972 gegründet, hat inzwischen 40 oder 41 Professoren und ungefähr 300 Mitarbeiter. Und Karlsruhe ist eine der
Spitzenuniversitäten in Deutschland. Sie ist in fast allen Rankings auf Platz 1 oder auf sehr weit vorne liegenden Plätzen zu finden. Und ein Vorteil für Sie ist, dass die Informatik hier sehr groß ist und Ihnen ja auch ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Themen während Ihrem Studium anbieten kann. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben, Echtzeitsysteme, formale Systeme, Softwaretechnik, Computergrafik, Robotik und so weiter. Es gibt wirklich ein unglaublich breites Spektrum, was Sie hier während Ihrem Studium sich anschauen können. Was, denke ich, auch eine Rolle spielt, ist, dass wir hier eine sehr starke IT-Region innerhalb von Deutschland haben. Es gibt sehr viele, vielleicht nicht so bekannte IT-Firmen in Karlsruhe. Das sind zum Großteil kleinere, mittlere Firmen. Ein bisschen im größeren Umkreis SAP ist ja nicht weit weg hier in der Mannheimer Gegend. Und es gibt dadurch eben auch extrem gute Berufsaufsichten. Also ich denke, mit Ihrer Wahl hier in Karlsruhe zu studieren, haben Sie eine gute Wahl getroffen. Dann hier ganz kurz einen Überblick über das, was Sie im Studium erwartet. Hier ist ein Studienplan für die ersten 5 Semester. Das müssen Sie jetzt nicht im Detail anschauen. Sie wissen ja schon, was Sie im ersten Semester hören. Ansonsten, das habe ich aus dem Modulhandbuch raus und da würde ich Ihnen auch empfehlen, falls Sie das noch nicht gemacht haben, immer mal wieder einen Blick reinzuwerfen, um zu sehen, was eben an Spezialveranstaltungen angeboten wird und wie Sie Ihr Studium weiter organisieren können. Da ist eben auch jetzt mehr noch als während der Schulzeit Eigenständigkeit von Ihnen gefragt und Selbst- und Eigenverantwortung, in welche Richtung Sie eben dann gehen wollen, wo Sie Schwerpunkte setzen wollen in Ihrem Studium. Analog gilt es für die Informationswirtschaft. Ich denke, wir haben ja auch einen nicht zu kleinen Teil von Studenten, die Informationswirtschaft studieren. Da sieht der Studienplan etwas anders aus und auch hier die Empfehlung, schauen Sie in Ihr Modulhandbuch rein, frühzeitig, um sich zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Gut, so viel zum Studium, aber Studium ist mehr als nur die Zeit, die Sie hier im Hörsaal oder zu Hause am Schreibtisch oder vor dem Rechner verbringen, um Dinge für die Universität zu machen. Wenn Sie später mal auf Ihre Studienzeit zurückblicken, dann werden Sie möglicherweise nicht nur die fachlichen Dinge im Kopf haben, sondern auch andere Dinge, die Ihnen in dieser Lebensphase an der Universität wichtig waren. Und ich denke, Sie sollten diese Zeit auch gut nutzen und nicht nur die Universität im Kopf haben, sondern auch die Angebote nutzen, die hier von der Universität außerhalb Ihres fachlichen Bereichs und von der Stadt allgemein geboten werden. Zum Beispiel Unisport, Studium Generale, wo Sie sich ein bisschen breiter in andere Themengebiete reinhören können. Sprachkurse, Musik, Sie können sich in Fachschaften oder Vereinen engagieren. Also nehmen Sie diese Angebote, die reichhaltig vorhanden sind, wahr. Und zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, dass Sie diejenigen sind, die die ganzen Dinge, die in 20, 30 Jahren auf uns zukommen und in der Informatik dann eine wichtige Rolle spielen werden, dass die von Ihnen mitentwickelt werden. Also das ist eine große Herausforderung, aber es ist auch eine große Chance, dass Sie damit eben die Möglichkeit haben, über Ihr Studium hinaus auch den Alltag und die Lebenswirklichkeit in 20, 30 Jahren zu beeinflussen. Damit bin ich hier am Ende und wünsche Ihnen viel Erfolg im Studium. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wollte kurz noch die Musiker vorstellen und ein paar Worte sagen zu den wichtigen Worten spielen. Also zunächst mal, mein Name ist Gregor Snelting. Ich bin im Hauptprofi-Inhaber des Lehrstuhls für Programmierstudium und Compilerbau hier an der Fakultät. Ich bin auch der, der diese Vorlesung programmiert ursprünglich entwickelt hat. Ich halte sie aber nicht selbst, sondern der Kollege Sins macht es dieses Jahr. Ich bin aber noch der Modulkoordinator, was immer das sein mag. Na gut, das ist der technische Bereich. Jedenfalls, das ist auch nicht so wichtig, sondern jetzt geht es ja, wollte ich ja den Musiker vorstellen. Fangen wir mal an mit dem Herrn am Keyboard, Markus Herhofer, hat bei uns Informatik studiert, ist jetzt Diplom-Informatiker, ist seit einem knappen Jahr in München in der Industrie. Wir haben ihn extra eingeflogen für das heutige Event mit seiner Orgel, weil ohne ihn können wir das nicht aufführen. Haben wir den David Bernbach, der ist Doktorand, er hat Wirtschaftslehre studiert und ist jetzt Doktorand an unserem Institut für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren, hat er das korrekt ausgesprochen, ja, und zwar am Lehrstuhl für Cloud Computing. Ich
habe das Gerücht gehört, die Doktorarbeit wäre schon bald fertig. Ich hoffe, dass er dann eben noch Zeit zu lassen zum Spiel. Mit David Lohner. David Lohner ist Student am KIT und nicht Informatik, sondern Geografie und Germanistik, also man sieht auch mal die Fächer. Und wir freuen uns sehr, dass er dieses Jahr die Zeit gefunden hat, mit uns zusammen zu spielen, weil wir haben nicht früher die Drums aus der Dose, aus dem Computer abgespielt. Das ist nicht so schön, wie wenn er es das will. Als letzten Gaststar, aber zweiten Gaststar haben wir Herrn Dennis Heer, der geht noch zur Schule. Er spielt eigentlich Bass in der Big Band des Helmholtz-Gymnasiums. Und wir freuen uns, dass er für uns Zeit hatte. Es geht, dass er vielleicht auch mal am KIT trainieren möchte. Schauen wir mal.
So, nach dem unterhaltsamen Teil kommt jetzt noch mal einer, der vielleicht nicht ganz so unterhaltsam ist, aber ich habe es trotzdem versucht, auch nicht zu trocken zu machen. Sie wissen ja, ich halte dieses Semester die Vorlesung Programmieren und ich möchte heute schon mal einen ganz kleinen Einstieg geben in die Programmieren-Vorlesung. Nächste Woche Montag, selbe Zeit, 14 Uhr, geht dann die Vorlesung richtig los. Lassen Sie mich beginnen mit der Frage, was ist Programmieren? Und um dieser Frage nachzugehen, möchte ich in der Zeit ein Stück zurückgehen, und zwar ins Jahr 1951. Was Sie hier sehen, ist der erste kommerziell erhältliche Computer. Der nannte sich Ferranti Mark I, wurde in Großbritannien entwickelt. Und was Sie hier sehen, ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil des Computers, eigentlich nicht den richtigen, sondern nur die Bedienungskonsole, wo hier diese drei Herren davor stehen oder sitzen. Was vielleicht auch interessant ist, hier auf der rechten Seite diesen Herrn, den Sie da sehen, von dem haben Sie heute schon gehört. Das ist, dieser Herr hier ist Alan Turing. Also wo Sie vorher gesehen haben, die Turing-Maschine. Und er ist einer der, sagen wir, Gründervater der modernen Informatik und der theoretischen Informatik und spielt eben eine sehr große Rolle hier. Er ist 1912 geboren, schon 1954 im Alter von 41 Jahren leider verstorben. Aber Sie sehen, dass er eben nicht nur an theoretischen Fragen interessiert war, sondern auch an der Entwicklung dieses Computers beteiligt. Von ihm stammt auch das Handbuch, das Programmer's Handbook für diese Maschine, die wir gerade gesehen haben. Und ich möchte vielleicht einen ganz kurzen Ausschnitt hier draus Ihnen mal vorlesen. Das war schauen wir uns erstmal kurz dieses Zitat an. Das habe ich übersetzt, also von daher jetzt nicht, ich hoffe, dass es einigermaßen das trifft. Elektronische Computer sind dazu gedacht, jeden präzise festgelegten Berechnungsprozess auszuführen. Das hat man vorher schon ungefähr schon in eine ähnliche Richtung gehört, dass es eben universelle Maschinen sind. Also jeden präzise festgelegten Berechnungsprozess auszuführen. Und dann sagt er weiter, der auch durch einen menschlichen Operator in einer disziplinierten, aber stupiden Weise bewerkstelligt werden könnte. Und da sind eigentlich schon ganz viele Dinge drin, die bis heute noch für die Programmierung richtig sind. Also was brauchen wir? Wir haben hier stehen, präzise festgelegter Berechnungsprozess. Auch das ist was Typisches für die Programmierung. Und dann, dass diese Durchführung was ist, was im Prinzip durch einen Menschen vorgenommen werden könnte, aber es muss so sein, dass es diszipliniert, also praktisch eine stumpfsinnige Arbeit ist das, was ein Computer machen muss, was im Prinzip auch ein Mensch könnte, aber was man eben, weil es so stupide ist, auch an einer Maschine übertragen kann. Ah ja, genau, vielleicht, ich möchte an der Stelle ganz kurz noch ein bisschen was sagen zu diesem Computer, den Sie hier gesehen haben. Also die Technik ist wirklich unglaublich, wenn man sich das heute so im Rückblick anschaut, was da verwendet wurde. Der Hauptspeicher von dem Gerät, das waren 4500 Röhren. Das RAM, da haben wir ja heute, weiß ich, mehrere Gigabyte in unseren Computern drin, das war 1280 Bytes groß bei dieser Maschine. Und noch spannender finde ich, wie das realisiert wurde. Und zwar wurde es über braunsche Röhren realisiert. Das heißt, Sie kennen das vielleicht noch von diesen alten Fernsehröhren, falls Sie es überhaupt noch kennen. Und in diesen Röhren wurden eben Zeilen dargestellt. Das waren 64 Zeilen, in denen so ein Hell-Dunkel-Muster dargestellt wurde. Und diese Information war dann eben der Hauptspeicherinhalt, der über bestimmte Ladungsänderungen an der Anzeige dann abgefragt werden konnte. Also unglaubliche Technik, wenn man sich das heute anschaut, was damals gemacht worden ist. Dann. Aber kommen wir zu Programmieren wieder. Also die Frage ist, wie kann man eine Maschine oder Computer, würde man heute sagen, dazu bringen, jeden präzise festgelegten Berechnungsprozess auszuführen? Und klar, wir sagen heute natürlich durch Programmierung. Wir müssen irgendwie die Maschine dazu bringen, dass sie das Problem, was wir gerne gelöst haben wollen, für uns ausrechnet. Und dazu müssen wir programmieren. Was sind jetzt typische Kennzeichen der Programmierung? Für das möchte ich ein kleines Beispiel machen, in dem ich mit Ihnen zusammen mal einen Computer spiele. Ich zeige Ihnen gleich, wie das funktionieren wird. Also jetzt sind Sie dran, mir zu helfen, einen Computer zu spielen, indem wir so typische Elemente der Programmierung vielleicht schon erkennen können. Und zwar, ich erkläre vielleicht erstmal die Dinge, die so typisch für eine Programmierung sind. Es gibt bestimmte Instruktionen oder solche Basisschritte, die eben
möglich sind innerhalb von einem Programm. Das kann eine Addition sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Datenbankaufruf sein, aber es gibt eben solche atomaren Schritte, die ich hier Instruktionen genannt habe. Und aus denen, aus diesen Basisinstruktionen können Sie kompliziertere Programme zusammenbauen. Und jetzt habe ich die Aufgabe, dass wir zusammen eben Computer spielen, und die Aufgabe ist so, dass ich gerne, sagen wir so, vielleicht so 7, 8 von Ihnen gerne hier vorne aufstellen würde in einer Reihe. Sie sind praktisch dann die Daten in unserem Computer, die Personen, die hier vorne stehen. Sie müssen auch nichts groß machen, sondern nur sich dirigieren lassen von ihren Kommilitonen hier in den Reihen, die dann Anweisungen geben, was sie als nächstes zu tun haben, also wie der nächste Schritt im Computerprogramm aussieht. Und das Ziel ist, dass Sie, am Anfang machen wir eine Zufallsaufstellung, dass Sie Ihre Kommilitonen nachher der Größe nach sortiert haben sollen. Okay, das können wir mal sehen. Die Instruktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, die basieren alle auf diesen zwei Pappkartons, die jeweils eine Person nachher in der Hand hält. Und was Sie dann an Anweisungen haben, ist, dass Sie einer Person sagen können, zum Beispiel die Person, die die rote Karte hält, bitte eins weiter nach links geben oder bitte eins weiter nach rechts geben. Das sind die Instruktionen, Karten hin und her geben. Und dann gibt es noch eine dritte Instruktion, die sagt, die Personen, die jeweils gerade die Karten in der Hand halten, sollen ihre Positionen tauschen. Okay, können Sie sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze abläuft? Und wenn es der Fall ist, dann würde ich bitten, Freiwillige hier vorzukommen. Sie müssen gar nichts groß machen, Sie müssen nur hier diese Karten halten und dann den Anweisungen, die von dem Programm aus dem Publikum kommen, dann eben folgen. Hier haben wir einen Freiwilligen, genau, da auch noch. Kommen Sie einfach vor, wer Interesse hat. Schauen wir kurz, wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 4, also dürfen noch mehr kommen. Ich denke, so 7 Personen wäre schön. Und vielleicht können Sie sich einfach hier vorne in einer Reihe aufstellen dann. Ja, gerne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 können noch dazukommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl, ich glaube, jetzt passt. Schauen wir mal, ja, dass Sie möglichst noch nicht ganz sortiert sind. Genau, dann gebe ich Ihnen mal diese grüne Karte hier und Ihnen die rote Karte. Also gut, das sind jetzt hier unsere Daten. Und wie gesagt, Ihre Aufgabe ist, diese Personen der Größe nach zu sortieren. In manchen Fällen ist es relativ einfach, in anderen vielleicht nicht ganz so. Aber ich würde Sie jetzt bitten, vielleicht gehen wir einfach der Reihe nach durch, fangen wir hier vorne an. Und Sie geben die erste Instruktion hier an den Computer, der das dann ausführt. Und wir gehen einfach schrittweise der Reihe nach durch. Jeder gibt eine Instruktion. Und das, was Sie sagen können, ist das, was hier oben dran steht. Also Karte nach links oder rechts geben oder die Personen, die die Karten halten, tauschen ihre Positionen aus. Dann, das sind die Programmierer. Genau, ich gebe Ihnen vielleicht kurz ein Mikrofon. Ach so, das genau. Schon längst. Sie haben schon die Instruktion gegeben, genau, dann. Grüner, links. Okay, und ich beobachte es auch mal und schaue mal, grün und wie rot der Algorithmus hier arbeitet. Grün und rot die Plätze tauschen. Ah ja, genau, was vielleicht interessant ist. Rot nach rechts. Ist vielleicht schon absehbar, wo die größten und wo die kleinsten nachher stehen sollen. Ja, grün nach links. Nach rechts. Rechts, das andere links. Ja, das ist noch eine gewisse Mehrdeutigkeit hier, ob das vom Publikum aus oder von den Personen aus gesehen ist. Ja, und jetzt rot und grün wieder tauschen. Grün nach links. Rot nach rechts. Mein Vorschlag, und vielleicht einigen wir uns darauf, dass es immer aus der Sicht des Publikums ist, links und rechts dann. Also was willst du? Grün nach rechts. Ich sehe von hier nichts. Sie können gerne aufstehen und auch hier nach vorne kommen. Also einfach mal rot nach rechts.
Rot nach rechts. Rot und Grün tauschen. Ah. Rot und Grün wieder tauschen. Ich hoffe, dass der Computer jetzt grün nach rechts. Schleife gerät hier an der Stelle. Rot nach links. Rot nach links. Ja. Bitte tauschen Sie. Grün nach links. Ja, da haben Sie mal. Können Sie auch. So, und sag mir doch. Tauschen. Ja. Tauschen mal dann zwei. Okay. Tauschen, ja. Grün nach links. Rot nach rechts. Ist der Grün jetzt zwischen den blauen? Okay, ich denke, an der Stelle brechen wir mal ab, sonst läuft das Programm hier vielleicht noch Ewigkeiten. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, das sieht schon mal viel besser sortiert aus als vorher und auch bei Ihnen. Herzlichen Dank. Oh, danke. Okay, das hat jetzt schon ganz gut funktioniert. Das, also besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Da hatten wir ein bisschen Probleme damit. Aber meine Frage ist jetzt, war das jetzt Programmieren, was wir gemacht haben? Also auf gewisse Art vielleicht ja, aber zum Teil auch nicht so ganz. Also was hatten wir? Wir hatten präzise festgelegten Prozess, zumindest so teilweise, also wir hatten die Instruktionen, die Basisinstruktionen, die festgestanden sind. Aber was wir nicht hatten, ist, dass das Ganze in stupider Weise bewerkstelligt wurde. Sie haben da, wie ich vermute, sehr viel Intelligenz reingesteckt und sehr viel zusätzliches Wissen zu der Sortierung der Personen. Das heißt, um jetzt zu einem Programm zu kommen, fehlen doch noch ein paar Dinge. Und zwar bräuchte man sowas wie einen allgemeinen Plan, der in jedem Schritt angibt, was als nächstes zu tun ist. Und eben ohne nachzudenken, sondern das muss festgelegt sein durch einen einmal festgelegtes Programm oder durch so einen Ablaufplan. Und dann sollte das Ganze auch natürlich möglichst allgemein funktionieren, das heißt nicht nur für die Anzahl Personen, die wir jetzt hier hatten, sondern für beliebig viele Personen, also auch wenn jetzt hier 100 oder 1000 Personen gestanden hätten, hätten sie irgendein Verfahren gerne gehabt für ein Programm, für ein Sortierprogramm, was eben auch mit solchen großen Datenmengen umgehen kann. Und es sollte möglichst abstrakt sein, das heißt nicht nur auf Personen bezogen, sondern auch auf andere Arten von Daten. Und wenn wir das hätten, diese zusätzlichen Dinge, dann könnten wir von einem Programm reden und von Programmierung. Also weit weg waren wir nicht, aber das sind nur ein paar zusätzliche Sachen, die Sie dann eben jetzt auch in der Vorlesung Programmieren kennenlernen werden. Die Programmiersprache, die wir verwenden, ist nicht Umgangssprache, sondern eine Programmiersprache, die schon seit ein paar Jahren sehr verbreitet ist. Die nennt sich Java, kennen wahrscheinlich auch einige von Ihnen schon. Die Designziele von Java waren eine möglichst einfache, objektorientierte, was immer das heißt, das lernen wir in der Vorlesung noch kennen, und eine Programmiersprache zu haben, die auch irgendwie vertraut ist, wobei das sich eben auf das, was die Programmierer erwarten, bezieht. Robust und sicher, architekturneutral und portabel. Architekturneutral heißt, es soll eben auf verschiedenen Rechnern laufen können. Performant, interpretiert, nebenläufig und dynamisch. Das interpretiert ist inzwischen Zeit durch andere Formen meistens ersetzt worden. Vielleicht noch kurz die Frage, warum Java als Programmiersprache? Und ich möchte jetzt hier gar nicht in einen Glaubenskampf über verschiedene Programmiersprachen eintreten, sondern es nur etwas abgrenzen gegenüber Maschinensprache, das heißt das, was ein Computer direkt versteht, und gegenüber Umgangssprache. Warum verwenden wir nicht Maschinensprache zur Programmierung, warum nicht Umgangssprache? Bei Maschinensprache, da ist
in Anfängen der Informatik ist sehr viel in Maschinensprache programmiert worden. Das ist aber eine sehr niedrige Ebene, wo man sich praktisch auf die Arbeitsweise der Maschine direkt einstellen muss und ganz gezielt sehr feingranulare Anweisungen geben muss. Und das ist eben schwierig, damit größere Programme zu schreiben und wird heute auch nur noch in ganz bestimmten Rand oder ganz bestimmten Bereichen eingesetzt. Vielleicht, warum nicht Umgangssprache? Kann man sich auch stellen. Ich habe hier das vielleicht einen Grund, warum man Umgangssprache nicht verwenden würde. Was Sie hier sehen, dieses Plakat hier vom Polizeipräsidium Westhessen, ist vielleicht nicht ganz so eindeutig, was gesagt wird. Also diese Aussage, die hier drauf zu sehen ist, ist mehrdeutig. Also ich denke, Sie sehen, die Frage ist, wer, von wem die Straftaten verübt werden. Also hier haben wir diese Mehrdeutigkeit drin, die eine Programmiersprache eben nicht haben sollte. Und deshalb eben nicht die Umgangssprache, wo eben Begriffe unsauber definiert sind, jeder sich was anderes darunter vorstellt. In der Programmiersprache, wie zum Beispiel Java, ist es eben alles sehr exakt festgelegt, was die Bedeutung von den Instruktionen ist. Okay, was werden Sie in der Vorlesung lernen? Sie werden lernen, Entwicklung von Algorithmen, also Verfahren zur Lösung von kleineren Problemen noch. Dann ein wichtiger Aspekt ist auch die Modellierung von Problemen in der Programmiersprache. Wie kann ich ein Alltagsproblem so in der Programmiersprache formulieren, dass es auch ein ausführbares Programm ergibt. Sie werden auch erlernen, Fähigkeit zur Abstraktion zu entwickeln. Also wie komme ich von einem konkreten vorgegebenen Problem zu allgemeinen Lösungsverfahren, die nicht nur vielleicht dieses Problem lösen können, sondern dass sie erkennen, was ist denn so der Kern, der dahinter steckt in einem Problem. Und wir wollen auch, dass sie möglichst sauber programmieren. Und dazu gehört, dass sie nicht nur Programme schreiben, die funktionieren und die gewünschte Funktion erfüllen, sondern dass die Programme auch lesbar sind, verständlich sind. Das spielt später eine große Rolle, wenn sie in Teams arbeiten und wenn sie Programme von anderen Personen lesen müssen. Dann ist es extrem wichtig, dass die Programme gut verständlich sind. Nachvollziehbare Modellierung, gute Struktur, gute Dokumentation gehört alles zum sauberen Programmieren dazu. Und letztendlich sollen sie grundlegende Programmierfähigkeiten fürs weitere Studium, aber eben darüber hinaus auch für ihr Berufsleben erlernen. Was können Sie dann damit anfangen mit den Programmierkenntnissen? Da gibt es natürlich ein sehr breites Spektrum, was Sie dann nach Ihrem Studium alles machen können. Programmieren selbst können Sie zum Beispiel in Open-Source-Projekten, in Unternehmen gibt es sehr viele Informatikprojekte, Sie können sich auch selbstständig machen. Hier ist noch vielleicht ein konkretes Beispiel, Sie können Apps entwickeln für Smartphones, wenn Sie das wollen. Und vielleicht noch zum Abschluss möchte ich noch mal ein bisschen zurückblicken auf Alan Turing und auf ein weiteres Zitat aus dem Manual zu dem Ferranti-Computer aus dem Jahr 1951. Er hat damals schon gesagt, dass das nur praktisch ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Also er hat da schon sehr viel mehr gesehen als das, was der Computer damals konnte. Und er hat es sehr weit gefasst und gesagt, dass er nicht sieht, dass es irgendein Feld gibt, das dem menschlichen Intellekt zugänglich ist, das nicht durch einen Computer bearbeitet werden kann. Also es ist wirklich extrem weit gefasst. Also im Prinzip war seine Vorstellung oder seine Hoffnung, dass alle Aufgaben, die Intelligenz von einem Menschen erfordern, im Prinzip auch von einem Computer übernommen werden können. Das ist eine umstrittene Aussage, aber ich denke, wir sind heute zumindest einiges näher an dem, was damals Alan Turing in den 50er Jahren hatte, und Sie werden in Ihrer Zukunft, denke ich, noch einiges davon sehen, was in der Informatik auf Sie zukommt. Okay, soweit zu der Einführung in Programmieren. Wie gesagt, nächste Woche Montag, 14 Uhr geht es dann richtig los. Und jetzt die nächsten 10 Minuten, Viertelstunde, möchte ich Ihnen noch ein paar organisatorische Dinge erklären. So, jetzt sind wir hier an der richtigen Stelle. Also speziell zu der Programmieren-Vorlesung jetzt Dinge. Sie müssen sich nicht alles mitschreiben, die Folien, die können sich danach auch runterladen. Es gibt eigentlich nur eine Einstiegs-Webadresse oder URL, die Sie benötigen. Das sage ich Ihnen dann, wenn die kommt, und die schreiben Sie sich auf, und von da aus kommen Sie dann an alle anderen Informationen, die Sie brauchen. Haben Sie gerade noch eine Anmerkung?
Okay, erstmal also zu den Übungen. Die Übungen, die werden in Tutorien stattfinden. Das heißt, das sind so Gruppen, wie Sie es vielleicht von der Schule, von Klassen her kennen, so circa 20, 25 Teilnehmer in einer Übungsgruppe. Die Übungsgruppenleiter, oder das heißt also nicht die Tutoren selber, sondern die Betreuer der Tutoren sind Florian Merz und Markus Iser, wie Sie hier sehen. Markus Iser sitzt auch hier vorne schon. Publikum, wenn er gleich genau kurz die Hand heben kann. Also er wird die Übungen mit organisieren und mit erstellen. Dann haben wir eine ganze Reihe von Tutoren. Das heißt, die bieten Ihnen die Übungen an und Sie müssen sich eben jetzt dann im Laufe der Woche für einen Termin für diese Tutorien, für diese Übungsgruppen entscheiden. Okay, also wie laufen die Übungen ab? Es gibt Übungsblätter, sowas wie größere Hausaufgaben während des Semesters. Insgesamt werden das 6 Aufgabenblätter sein, die Sie bekommen im Laufe des Semesters. Sie brauchen, um den Schein in Programmieren zu bekommen, 50% der Punkte, aufsummiert über alle Übungsblätter. Und dieser Übungsschein ist auch notwendig, um praktisch weiter studieren zu können. Das heißt, es ist Teil der Prüfungsleistung Programmieren erstmal. Und Programmieren ist eine der Prüfungen, die für die Orientierungsphase notwendig sind. Das heißt, nach 3 Semestern müssen Sie das abgeschlossen haben, Programmieren, und auch diesen Schein, also nicht nur den Übungsschein, sondern auch die Abschlussaufgaben haben. Also Übungsschein ist die Hälfte von dem, was Sie hier in der Vorlesung machen müssen. Die zweite Hälfte für Ihre Prüfungsleistung wird im Anschluss an das Semester, in den Semesterferien sein. Da bekommen Sie nochmal 2 Aufgaben, die ein klein bisschen größer sein werden als die Übungsblätter während des Semesters. Und diese Aufgaben, die können Sie dann in einem Zeitraum von circa 4 Wochen jeweils zu Hause bearbeiten, geben die dann hier ab, und das ist dann der zweite Teil der Prüfungsleistung Programmieren. Das hatte ich schon gesagt, Orientierungsprüfung, da gehört auch die Vorlesung Programmieren dazu. Das heißt, Sie müssen da, wenn Sie das eventuell nicht im ersten Semester fertig bekommen, spätestens bis zum dritten Semester fertig haben. Okay, wie sieht so der grobe Ablauf aus mit den Übungsblättern? Das ist so, wir geben im Abstand von circa 2 Wochen ein neues Übungsblatt raus. Dann haben Sie 2 Wochen Zeit, das Übungsblatt zu lösen. Also Ausgabe ist immer montags, so um die Vorlesungszeit. Das wird in elektronischer Form sein, das heißt, die können Sie sich dann da runterladen aus, von der Webseite. Dann ist montags die Abgabe, das findet auch wieder elektronisch statt. Da sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu, wie das genau funktioniert. Dann werden Ihre Aufgaben korrigiert von Ihren Tutoren. Das ist nochmal eine Woche, und dann in der darauffolgenden 4. Woche wird das Aufgabenblatt dann in der Übungsgruppe besprochen. Also das ist so das Vorgehen für die Übungsblätter. Hier nochmal so ein Plan über das gesamte Semester, das heißt das erste Übungsblatt. Das sind immer praktisch Ihre, die Zeiträume, wenn es ausgegeben wird, wo Sie es bearbeiten können. Erstes Übungsblatt wird nächsten Montag schon rausgegeben, das Sie dann 2 Wochen bearbeiten können und so weiter. Dann haben wir ein Blatt, was über Weihnachten läuft, und eins dann noch danach. Also gut, 6 Aufgabenblätter insgesamt, 20 Punkte wird es pro Blatt geben. Das kann manchmal ein bisschen abweichen, dass wir auf einem weniger geben, dann auf dem nächsten wieder entsprechend mehr. Aber insgesamt werden es auf jeden Fall 120 Punkte sein. Und das heißt, von diesen 120 Punkten benötigen Sie 50%, also 60 Punkte, um den Übungsschein zu erhalten. Und wir haben 2 Hauptbewertungskriterien. Zum einen Funktionalität, das heißt, macht das Programm das, was es soll. Korrektheit, Stabilität auch, also es gibt so Randfälle, die wir auch im Normalfall abtesten, ob das da auch noch funktioniert. Was aber auch eine Rolle spielt in der Bewertung, ist die Methodik. Ich habe ja gesagt, sauberes Programmieren ist auch wichtig, und das wird auch in die Bewertung von Ihren Übungsblättern mit einfließen. Dann muss ich leider sagen, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme gab wegen Betrugsversuchen, dadurch, dass Sie die Aufgaben eben zu Hause erstellen können. Ist es so, dass Sie das im Grunde, im Prinzip auch, wenn Sie sich nicht an unsere Regeln halten, auch eben nicht eigene Leistung hier erbringen, sondern entweder gemeinsam oder von anderen Leuten das machen lassen. Das ist ein Betrugsfall, den wir auch mit elektronischen Werkzeugen prüfen werden. Also wenn gleiche Abgaben bei uns auftreten, haben wir ein elektronisches System, mit dem wir das erkennen können. Sehr zuverlässig funktioniert das. Und wenn wir so einen Betrugsversuch Ihnen mit ausreichender Sicherheit nachweisen können, dann bedeutet das, dass Sie keinen Schein bekommen. Das heißt, dann haben Sie ein Problem. Was das dann genau noch bedeutet, sehen wir gleich noch
hier auf diesem Überblick. Also das ist praktisch jetzt Ihr Plan hier durch das Semester. Sie befinden sich jetzt gerade noch hier oben am Start. Dann gibt es eine ganze Reihe von formalen Dingen, die Sie erledigen müssen. Sie müssen sich am Studierendenportal anmelden. Kommen nachher noch die Webseiten dazu, wo das ist. Und wie gesagt, die eine Einstiegsseite sage ich Ihnen auch noch. Dann müssen Sie sich für die Übungsgruppenverteilung, also wann Ihre Übungsgruppe stattfindet, zu welchem Termin, bei welchem Tutor, müssen Sie sich über dieses System WebInscribe eintragen und Wunschtermine angeben. Dann haben wir ein weiteres System, Praktomat. Das dient der Abgabe der Übungsblätter, also ein elektronisches Abgabesystem. In dem Praktomat werden die Aufgabenblätter auch korrigiert und Sie können da auch die Bewertung dann erkennen oder hier finden von Ihrem Übungsgruppenleiter. Auch hier für den Praktomat müssen Sie sich anmelden. Dann haben wir noch so eine Erklärung, einen Disclaimer, den Sie ausfüllen und unterschreiben müssen, dass Sie eben bestimmte Dinge nicht machen, wie zum Beispiel sich Copyright-Verletzungen oder dass Sie versuchen, hier in irgendwelche Computersysteme sich einzuhacken. Das steht hier in diesem Disclaimer drin, den Sie auch noch unterschreiben müssen. Wenn Sie die ganzen Formalitäten erledigt haben, dann geht es eigentlich richtig los. Dann kommen die 6 Übungsblätter, dann zählen wir die Punkte zusammen. Sie bekommen im Normalfall dann, wenn das reicht, Ihren Übungsschein. Damit haben Sie dann den ersten Teil der Prüfungsleistung erbracht für Programmieren. Danach kommen dann die Abschlussaufgaben, die in den Semesterferien laufen. Auch davor gibt es nochmal so einen formalen Teil. Also Sie müssen sich dafür nochmal im Studierendenportal anmelden. Ein zweites Mal für diese Abschlussaufgaben müssen sich auch nochmal oder über den Praktomat dann die Aufgaben besorgen. Die neue Anmeldung ist da, denke ich, nicht mehr erforderlich. Ach, gibt es sogar eine neue, praktisch eine Variante von Praktomat. Da müssen Sie sich dann auch nochmal anmelden. Dann bearbeiten Sie die Abschlussaufgaben. Wir zählen die Punkte zusammen. Wenn alles passt, dann haben Sie bestanden und haben Ihren Schein. Also es hört sich jetzt sehr kompliziert an. Es ist in Wirklichkeit nicht ganz so kompliziert, wie es jetzt wirkt. Und die Schritte, die sind auch relativ natürlich dann. Und Sie, im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Kommilitonen oder später die Übungsgruppenleiter. Okay, also was kann hier schiefgehen jetzt? Also das Grüne ist praktisch das, was Sie sich wünschen, was ich mir auch wünsche, dass das alles so läuft. Ein Problem könnte sein, wenn Sie hier bei diesen 6 Übungsblättern weniger als die 50% der Punkte haben. Was passiert dann? Dann haben Sie den ersten Teil der Prüfungsleistung nicht erbracht. Das heißt, Sie müssen nochmal im darauffolgenden Semester die Übungen wiederholen. Also das wäre in dem Fall jetzt im Sommersemester dann. Also falls Sie das hier nicht genügend Punkte zusammenbekommen, nächstes Semester nochmal. Das heißt, Sie starten dann wieder hier oben, müssen hier nochmal durch diese Reihe hier durch. Okay, hoffen wir, dass das nicht passiert. Dann das andere Problem kann sein, dass Sie in den Abschlussaufgaben nicht genügend Punkte zusammenbekommen. Was dann passiert ist, dass Sie diesen ersten Teil Ihrer Prüfungsleistung, die Übungen, nicht nochmal machen müssen. Das haben Sie ja praktisch schon, wenn Sie hier mehr als 50% hatten. Aber die Abschlussaufgaben müssen Sie dann nochmal wiederholen, auch im darauffolgenden Semester. Das heißt, dann läuft nochmal diese Abschlussaufgabenbearbeitung ein Semester später dann eben nochmal ab. Das heißt, jeder gelbe Pfeil bedeutet praktisch eine Verzögerung um ein Semester, wo Sie das nochmal wiederholen müssen dann. Dann, wenn Sie ein zweites Mal die Abschlussaufgaben nicht bestehen, dann haben Sie damit keine weitere Möglichkeit mehr, die Orientierungsprüfung zu bestehen. Das heißt, dann müssen Sie sich nach einer Alternative umschauen, dann ist ein weiter Studierender Informatik oder Informationswirtschaft nicht mehr möglich, weil das eben eine Pflichtveranstaltung ist, wo Sie eben Ihre entsprechenden Punkte brauchen. Aber Sie müssen da keine allzu große Angst haben, das ist wirklich die absolute Ausnahme, wenn sowas mal vorkommt. Ich denke, dass Sie da, dass Sie nicht alle hier rechts landen werden auf dieser Seite, das wollen wir genauso wenig wie Sie. Okay, dann haben wir noch diese Fälle, falls wir Ihnen nachweisen können oder falls Sie versuchen, bei einem Blatt abzuschreiben. Das ist eigentlich so die hauptsächliche Form. Also das, im Normalfall ist es so, dass wir Aufgabenblätter haben, die sich praktisch komplett decken mit dem, was jemand anders abgegeben hat. Wir hatten sogar einmal eine Abgabe, wo oben im Kommentar der Name von einem Kommilitone noch drin gestanden ist. Das ist was Sie, also wenn Sie sowas machen, dann sind Sie hier auf diesem roten Weg hier rüber, dann
Es ist ein Betrugsversuch und sie müssen auch wieder von vorne anfangen. Genauso ist es hier, wenn man bei den Abschlussaufgaben, wenn dann ein Betrugsversuch vorliegt, dann haben sie auch nicht bestanden, können es nochmal wiederholen. Wenn sie ein zweites Mal oder bei der Wiederholung nochmal durch Betrug auffallen, dann ist damit ihr Studium dann auch wieder von der rechten Seite abgeschlossen. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeiten, das denke ich, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Es gibt hier bestimmte Fristen, wann Sie das erledigt haben sollten. Wenn Sie hier die Fristen nicht einhalten, dann geht es auch ein Semester Wartezeit und Sie sind dann erst wieder dran. Also schauen Sie, dass Sie diese formalen Dinge wirklich alle erledigt bekommen. Das ist nicht so viel, das geht relativ schnell. Hier genauso, wenn Sie sich für die Abschlussaufgaben nicht rechtzeitig anmelden, dann müssen Sie eben auch nochmal ein Semester warten und sind dann erst wieder dran. Okay, also so viel zum groben Ablauf von den Übungen. Wo können Sie die Aufgaben bearbeiten? Entweder zu Hause am eigenen Rechner, dann gibt es im Poolraum der ATIS, also im Informatikgebäude, das Sie wahrscheinlich schon kennen, 5034 gibt es im Untergeschoss einen Poolraum der Abteilung Technische Infrastruktur, das heißt diese Abkürzung ATIS. Also das wäre praktisch der Informatikrechenraum und es gibt noch einen zentralen Rechenraum des KIT. Das ist in diesem Gebäude das Rechenzentrum, auch da können Sie die Aufgaben bearbeiten. Okay, jetzt kommen noch ein paar Webseiten und das ist eigentlich auch die Einstiegsadresse, die Sie sich am besten aufschreiben, die hier oben dran steht. Also über diese Adresse kommen Sie dann an alle weiteren Informationen. Da finden Sie dann auch die Foliensätze, die ich hier habe, nochmal zum Runterladen. Und auf der Seite gibt es dann während dem Semester zum einen die Übungsblätter, dann generell auch die Vorlesungsfolien werden Sie da sich runterladen können. Es gibt Links zu anderen wichtigen Dingen und wir haben so ein Twitter-Meldungen hier noch mit eingebaut, sodass Sie über aktuelle Dinge immer informiert sind. Also es lohnt sich wirklich auf diese Seite auch immer mal wieder reinzuschauen. Wie gesagt, wegen allgemeinen Informationen, Links zu anderen Seiten und auch wegen diesen Neuigkeiten. Okay. Dann haben wir jetzt dieses Semester noch zusätzlich ein Diskussionsforum und ein Wiki eingerichtet. In dem Wiki werden typische Vorgehensweisen für Probleme, die immer wieder auftreten, besprochen. Auch da lohnt es sich reinzuschauen. Das ist in einem System, das ist so ein Studienunterstützungssystem ist, ILIAS nennt sich das, das auch außerhalb von Karlsruhe verwendet wird. Also in diesem System können Sie auch reinschauen oder wenn Sie Fragen haben zu den Programmieraufgaben zum Beispiel, können Sie das hier mit anderen Leuten diskutieren oder auch generell wie starte ich den Java-Compiler, was für Editoren verwendet ihr und solche Dinge zum Beispiel. Also wie gesagt, die Sachen müssen Sie jetzt nicht mehr unbedingt mitschreiben, da kommen Sie alles immer über den ersten Link automatisch hin und da werden dann auch nachher die Folien zu sehen sein. Dann, was wichtig ist, was Sie diese Woche noch erledigen müssen, ist, dass Sie sich über dieses Web-Inscribe-System zu den Übungsgruppen anmelden. Also das WebInscribe dient der Verwaltung der Tutoriumstermine und die Anmeldung, die wird morgen, also am Dienstag, um 18 Uhr freigeschaltet. Das heißt, wenn Sie davor auf die Webseite schauen, dann können Sie sich schon mal einen ersten Eindruck verschaffen, aber Sie können sich da noch nicht anmelden, ab morgen Abend 18 Uhr. Und dann haben Sie 48 Stunden Zeit, sich an dem System anzumelden, Ihre Wünsche anzugeben für Übungsgruppentermine und das muss dann bis Donnerstag Abend 18 Uhr muss das erfolgt sein. Das heißt, wenn Sie bis dahin sich nicht eingeteilt haben, dann sind Sie entweder können Sie in gar keiner Übungsgruppe oder im Normalfall werden wir Sie dann einfach fest in eine Übungsgruppe einfach reinnehmen, wo vielleicht noch Plätze frei sind. Und ab Freitag können Sie dann nachschauen, wie Sie eingeteilt wurden. Und wie gesagt, die Übungen selber fangen dann die Woche drauf schon an, also ab nächsten Montag, Montagmorgen sind die ersten Übungsgruppen schon und gehen dann an verschiedenen Terminen über die ganze Woche. Okay, also das ist wichtig, diese Woche noch anmelden, ab morgen Abend 18 Uhr für die Übungsgruppeneinteilung. Dann, wenn Sie Ihre Aufgabe abgeben, funktioniert das über dieses System Praktomat.
Das wird Ihnen Ihr Tutor auch nochmal erklären, wie das genau funktioniert. Das ist ein, wie gesagt, ein elektronisches Programm, Korrektur- und Abgabesystem. Also da laden Sie Ihre Programmdateien hoch. Die können von den Tutoren dann abgefragt werden, werden da korrigiert und auch Ihre korrigierte Version können Sie dann wieder über diesen Praktomaten abfragen. Dann hatte ich diesen Disclaimer, also diese Erklärung, dass Sie keine Systeme bei uns hacken und ähnliche Dinge machen. Den müssen Sie ausdrucken und unterschrieben bei Ihren Tutoren dann in der Übungsgruppe abgeben. Der Download können Sie auch von dieser Einstiegsseite Baldur-Programmieren sich herunterladen und dann nächste Woche bei Ihrem Tutor abgeben in der Übungsgruppe. Gut, das Studierendenportal haben Sie möglicherweise schon zu Gesicht bekommen. Falls noch nicht, gehen Sie einfach auf diese Seite Studium KIT Edu. Da müssen Sie sich für Ihre für Anerkennung von Ihren Prüfungsleistungen jeweils praktisch registrieren und diese Prüfungsleistung als jetzt gestartet praktisch kennzeichnen. Also jetzt wollen Sie in Programmieren einen Schein haben, also eine Prüfungsleistung anerkannt. Das heißt, Sie müssen sich dann hier auf dieser Seite für diese Prüfungsleistung registrieren. Und zwar müssen Sie es im Laufe der Vorlesung zweimal machen, einmal zum Übungsschein und einmal dann für die Abschlussaufgaben. Das ist dann erst später gegen Ende des Semesters möglich. Das ist auch was, das müssen Sie jetzt nicht sofort machen, da haben Sie noch ein paar Wochen Zeit dazu. Ich würde Ihnen aber trotzdem empfehlen, das nicht auf die lange Bank zu schieben, dass Sie es nicht vergessen, sich für diese Prüfungsleistungen anzumelden. Okay, das war jetzt einiges, was an Dingen organisatorisch für Sie zu tun ist. Das Wichtigste, denke ich, ist, dass Sie sich bei diesem Tutorensystem WebInscribed im Tutorium anmelden. Wie gesagt, ab morgen Abend 18 Uhr bis Donnerstagabend 18 Uhr dann diesen Disclaimer ausfüllen und im Tutorium abgeben. Dann in den nächsten Wochen am Studierendenportal anmelden und am Praktomaten möglichst auch schon diese oder nächste Woche. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung der wichtigen Webseiten. Und wie gesagt, diese ganzen Folien, die finden Sie dann auch im Internet auf der ersten genannten Seite, die nochmal hier oben steht. Also dieses Baldur-ITKIT-Edu-Programmieren. Da finden Sie die ganzen Materialien. Gut, damit bin ich mit organisatorischen Sachen jetzt durch an dieser Stelle. Ich freue mich auf das kommende Semester mit Ihnen, auf die Programmieren-Vorlesung und wir hören jetzt zum Abschluss nochmal die Band.